Die Bullen haben ihr Ziel erreicht. Der Leitindex der Welt, der S&P 500, der marktschwerste Index, den Sie auf diesem Planeten finden, hat seine 200-Tageslinie punktgenau erreicht. Und was ist dann passiert gestern Abend, als diese Linie erreicht wurde? Er ist ziemlich saftig gefallen von 4.327 Punkten, dann mal eben schnell auf 4.290, also fast 40 Punkte ging es da nach unten, und zwar in einer relativ schnellen Bewegung. Warum? Weil dieser 200-Tageslinie in den USA viel Beachtung findet, bei Profi-Investoren viel Beachtung findet, und als eben diese wichtige Marke erreicht wurde, da haben viele dann gesagt, naja, war eine super Rallye, jetzt ziehen wir mal die Reißleine, die Gewinne sind ja üppig, und schauen dann mal weiter. Und auch wir werden weiterschauen müssen, denn jetzt ist erstmal eine Rallye-Pause angesagt. Nicht sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt sofort nochmal weiterschießen, sondern jetzt kommt es darauf an, wie verhält sich diese Rallye-Pause, die jetzt kommt, oder diese Korrektur, die jetzt kommt. Ist das impulsiv nach unten oder, wie Rüdiger Born sagen würde, ganz wackelig nach unten oder sogar seitwärts ohne Impuls? Wir haben heute ja das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Und was auffällig ist, wenn Sie sich mal an Juni erinnern, als wir die Tiefs gesehen haben, als ich damals sagte, also die Märkte sind viel zu hawkisch inzwischen, die haben eine viel zu hawkische Sicht auf die Fed, die erwarten massivste Zinsanhebungen. Und jetzt ist man nach den Inflationszahlen, nach meiner Auffassung seitens der Märkte, viel zu dovish. Man ist also von einem Extrem Mitte Juni jetzt ins andere Extrem Mitte August gefallen, und beides war zu krass. Die jetzige zu dovische Sicht auf die Fed ist nach meiner Auffassung viel zu krass, und die zu hawkische war auch zu krass. Der Mittelweg wäre vielleicht das Schlauere, und so gehe ich davon aus, dass die Märkte so langsam dann auf den Trichter kommen, naja, es ist ja noch nicht so, dass die Fed jetzt die Zinsen senkt, sondern dass sie nach wie vor die Zinsen anhebt. Und wir haben noch nie, na, mit einer Ausnahme dazu gleich mehr, einmal haben wir es gesehen, dass der S&P 500 einen Boden gemacht hat, als die US-Notenbank noch die Zinsen angehoben hat. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Dinge mal an. Heute wird ein interessanter Tag, wie gesagt, denn jetzt haben wir diese 200-Tageslinie erreicht, die ich schon mehrfach angesprochen hatte hier in meinen Videos. Dann ging es, wie gesagt, ziemlich deutlich nach unten. Die Citigroup sagt, naja, unser Ziel im S&P 500 war 4.200 Punkte. Wir würden jetzt in diese Rallye hinein verkaufen, weil wir sehen einfach jetzt sehr höhere Bewertungen wieder. Wir haben jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis beim S&P 500 wieder von 19, nicht billig. Und eben Valuation Headwind aufgrund der Earnings Risks, aufgrund der Gewinne, die möglicherweise jetzt nicht mehr so üppig ausfallen werden in nächster Zeit. Jemand, der genau das, was gestern passiert ist, im Grunde antizipiert hat, das ist Michael Hartnett von der Bank of America, der gesagt hat, also alles, was über 4.328 Punkte geht, also über diesen 200-Tages-Durchschnitt, das würden wir verkaufen wollen. Und siehe da, das haben sich einige zu Herzen genommen, es ging dann gestern ziemlich saftig nach unten, bevor es dann zum Handelsende wieder ein bisschen nach oben ging, in Richtung dieser so wichtigen 200-Tage-Linie. Wie geht es jetzt weiter? Also, wir haben hier zunächst mal diese verschiedenen gleitenden Durchschnitte. Unten sehen wir, dass punktgenau, wirklich punktgenau, diese 200-Tageslinie angelaufen wurde. Wir sehen oben beim S&P 500 auf Tagesbasis, dass wir noch nicht ganz diesen Abwärtstrendkanal erreicht haben. Das haben wir beim Dow Jones und beim Nasdaq geschafft. Die sind schon über ihren Abwärtstrendkanal rausgelaufen. Wir sehen, dass jetzt eben wir schon sehr, sehr weit über diesen Bollinger Bändern hier hantieren. Wir haben weiterhin extrem strapazierte, nach oben strapazierte, ausgedehnte Indikatoren, Bullish Percentage Index, RSI, MACD, wie auch immer sie alle heißen, ich will sie damit nicht langweilen, jedenfalls sind wir da schon ziemlich, ziemlich am Anschlag. Solche Dinge können noch weiter an den Anschlag gehen, aber je weiter sie und je länger sie am Anschlag sind, umso heftiger ist dann in der Regel auch das Zurückschnappen. Schauen wir uns mal die gestrige Kursentwicklung an. Dow Jones, bester Index, 0,71%, vor allem wegen Walmart sehr stark, der Nasdaq dann leicht im Minus.
noch geschlossen, der S&P 500 leicht im Plus geschlossen. Wir sehen Consumer Staples, eigentlich eine defensive Branche, am stärksten eben wegen Walmart. Und wir sehen am Ende Technologie, Energie, Healthcare und Real Estate, also eine Mischung aus eher offensiven und eher defensiven Branchen, also etwas gemischt, etwas unklar eigentlich dieses Bild, das wir hier sehen. Warum geht es und ging es so stark nach oben? Einer der wichtigen Punkte sind die Buybacks. Goldman Sachs ist die ausführende Bank, vor allem, also ist die größte ausführende Bank bei diesen sogenannten Buybacks, also den Aktienrückkäufen der Unternehmen. Und da sagt man Full Steam, also auf Volldampf sind hier diese Buybacks derzeit der Fall. Wir sehen, dass diese Buybacks sogar stärker laufen als im Jahr 2021. Das ist schon erstaunlich, dass eben jetzt diese Buybacks weitergehen, trotz eben jetzt der Zinswende der US-Notenbank. Aber das ist natürlich ein zentraler, ein wichtiger Faktor. Dann sehen wir, dass nicht nur die Firmen selber kaufen, sondern möglicherweise, wie hier ein Twitter-Account mal spekuliert, wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass da die einen oder anderen Shareholder, also Anteilseigner von Firmen, selber Call-Optionen kaufen und dadurch diese Dynamik nach oben verstärken, weil es ihre Boni durchaus förderlich ist, ihren Boni förderlich ist. Wir sehen insgesamt, dass jetzt mehr als 90% der im S&P 500 enthaltenen Aktien über ihrer 50-Tages-Linie sind. Das ist in der Regel eine bullische Geschichte. Es zeigt, dass die Bewegung relativ breit ist, die wir hier nach oben gesehen haben. Und wir sehen, dass das Future Positioning, also Positionierung im Future, in US-Futures, sehr negativ ist, so negativ wie seit 2020 nicht mehr. Das heißt, viele sind short oder haben zumindest über den Future Absicherungen drin. Dementsprechend sehen wir eben auch neben diesen Buybacks Käufen von Vermögensverwaltern, von Leuten, die Geld verwalten, die jetzt bei steigenden Märkten irgendwie in den Markt müssen, weil ihnen sonst gesagt wird, naja, jetzt hatten wir eine Monster Rally, wo warst du? Und das kann man sich nicht gefallen lassen, aber man sieht eben auch, es sind vor allem meist geschortete Aktien, die hier immer weiter nach oben steigen. Hier sehen wir diese kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Also es ist ein Short Squeeze, es sind Buybacks, es sind zyklische Käufe von Vermögensverwaltern. Es ist gleichzeitig ein extrem dünnes Volumen an den Märkten, Sommer, Lull und Lall. Und dann können solche Faktoren eben auch zu größeren Kursbewegungen führen. Wir sehen hier auch die Shortquote im Tech-Bereich relativ hoch. Nächste Woche kommt mit Nvidia, Dell und HP kommen da wichtige Sektoren. Und wir sehen natürlich auch das Problem mit der Positionierung. Da sieht man, dass vor allem die großen Investoren in defensiven Sektoren positioniert sind, nicht in zyklischen, nicht in Technologie stark übergewichtet sind, sondern im Gegenteil. Und das sorgt eben dann dafür, dass wir letztendlich hier solche Bewegungen sehen. Gerade der Tech-Sektor, der gestern nicht outperformt hat, sondern underperformt hat, aber ansonsten jetzt wirklich stark war, dass der hier die Rallye angeführt hat. Insgesamt sehen wir aber nach wie vor eine Divergenz. Der S&P 500 hat neue Hochs gemacht. Die Junk Bonds, die Achillesferse gewissermaßen eines Fiat-Kreditgeldsystems, das nun unter Stress eigentlich gerät durch Zinsanhebungen der Fed. Hier sehen wir, dass jetzt offenkundig, und das ist das Narrativ dieser Rallye, Inflation ist unter Kontrolle, die Fed wird die Zinsen nicht deutlich steigern müssen, sodass dann eben auch keine Rezession eintritt. Also das ist so dieses, wir leben in der besten aller Welten, Mantra, wird alles gut, Kinder, sicher, das wird der Korn sein, aber vielleicht auch nicht, weil da ist natürlich sehr viel Wunschdenken der Fall. Und wir sehen, wie diese ganze Geschichte so ein bisschen an das Jahr 2021 erinnert, ans Jahr 2020. Erinnern Sie sich vielleicht noch an David Portnoy, der mal praktisch gelost hat, welche Aktie man heute kauft, weil ist ja egal, Aktien steigen sowieso, Stocks always go ab, wie er gesagt hat, der kommt aus dem oder kam aus dem Sportwettenbereich und hat gesagt, das ist die einfachste Wette, die man machen kann, ist, dass Aktien immer steigen. Wir haben gestern Meme-Aktien gesehen, wie Bed Bath & Beyond, die teilweise über 70% gestiegen sind, dann die Aktie etwa auf $29, dann wieder auf $18 gefallen intraday. Da sehen wir, dass die Dinge hier völlig außer Kontrolle sind. Die Aktie von Bed Bath & Beyond ist ja eigentlich kein kleiner Zockerwert ursprünglich, sondern wirklich ein etabliertes Unternehmen, ist jetzt drei Tage in Folge
die bestperformende Aktie im S&P 1500 gewesen. Wir sehen einen Short Squeeze, wie gesagt, aber wir sehen auch, dass das Put-Call-Ratio jetzt wieder deutlich zurückgeht. Wir sind da nicht im Bereich von Tiefs, aber wir sehen, dass jetzt offenkundig das Bedürfnis nach Absicherung wieder deutlich geringer geworden ist. Und das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Als es nach unten gegangen war, als wir am Tief waren, Mitte Juni, da wollten alle Absicherungen haben. Da haben alle zumindest ihre Long-Portfolios abgesichert mit Puts. Jetzt will keiner mehr Puts haben. Jetzt, wo es vielleicht gar keine so schlechte Idee wäre. Und einer, der die Sache super gut gespielt hat, das ist Sam Linton Brown von der BNP Paribas, der damals Mitte Juni, wie ich auch, wenn ich das sagen darf, gesagt hat, also die Märkte übertreiben jetzt in ihrer hawkischen Wahrnehmung. Da kam dann eine Analystenmeinung nach der anderen, wie hoch jetzt die Zinsen steigen werden. Das war damals übertrieben, jetzt ist diese dovische Haltung übertrieben. Damals hat eben dieser Sam Linton Brown gesagt, also wir sehen jetzt die Spitze der hawkischen ist und wir nehmen jetzt Gewinne mit von unseren Short-Positionen. Vielleicht jetzt das Gegenteil genau angesagt. Jetzt sehen wir die Spitze der Dovishness, vielleicht jetzt Gewinne mitnehmen. Wir werden sehen, es ist keine Handelsempfehlung, meine Damen und Herren, sondern der Verweis auf Geschichte. Wir sehen insgesamt jetzt etwa die Fed Fund Futures preisen eine Wahrscheinlichkeit von 57% ein, dass wir hier eine 0,5er Zinsanhebung im September sehen und von knapp 43%, dass es 0,75% sind. Und ja, die Fed muss jetzt liefern. Wir sehen hier diesen pink markierten Zinsanhebungszyklus, der schon relativ steil ist, aber dennoch verliert offenkundig die US-Notenbank die Kontrolle. Jemand hat geschrieben, ich würde doch die Fed viel zu ernst nehmen, weil die sei doch überhaupt nicht glaubhaft und würden doch sowieso nur reden. Naja, ich nehme die Fed ernst, denn die Fed hat letztendlich den Auftrag, die Inflation zu kontrollieren, wieder unter Kontrolle zu bringen. Gelingt das nicht, dann ist sie wirklich komplett verloren. Wenn sie jetzt sagt, okay, wir wollen die Inflation unter Kontrolle kriegen und dann letztendlich nichts macht und die Inflation außer Kontrolle bleibt, dann hat eine Notenbank verloren, dann hat sie ihr wichtigstes Kapital verloren, das ist nämlich die Glaubwürdigkeit. Dementsprechend denke ich, sie ist ernst zu nehmen. Und viele haben ja gesagt, Fugmann, die Fed wird niemals die Zinsen anheben. Naja, sie hat die Zinsen angehoben und zwar mit großen Schritten und wird sie wohl auch weiter anheben. Also ist die Fed ernst zu nehmen, also wird die Fed Liquidität entziehen, auch wenn die Bilanzsumme deutlich weniger geschrumpft ist bisher, als die Fed versprochen hat. Heute kommen die neuen Daten zu der Bilanzsumme der US-Notenbank. Ja, hier nochmal diese von mir schon vertretene Sicht der Dinge, dass es bisher nur einmal in der Geschichte, nämlich im Jahr 1987, einen Boden gab, als die Fed in einem Tightening Cycle war, also in einem Prozess der Straffung der Geldpolitik. Damals allerdings war die Price-Earnings-Ratio, Forward Operating Price-Earnings-Ratio, also die zukünftige Schwamm drüber, ist wurscht. Auf jeden Fall war da das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn man so will, sehr, sehr günstig, unter 10 damals, also extrem billig. Jetzt, wie gesagt, sind wir so im Bereich 19, net gerade billig. Und wir sehen, dass zwar der Ölpreis net steigt wegen diesen ganzen Iran-Dingen. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, naja, unwahrscheinlich, dass da jetzt bald ein Deal kommt. Atomabkommen, Sie wissen, das würde bedeuten, dass dann der Iran auch wieder Öl auf den Weltmarkt schmeißen könnte. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, dass Erdgas in den USA so ein bisschen aussieht wie in Europa. Natürlich nicht ganz so krass, aber eben doch deutlich gestiegen ist. Höchster Schlusskurs gestern an der NYMEX seit dem Jahr 2008. Hier sehen wir doch mal das Surrounding. Wir sehen oben, der Wirtschaft, nämlich der US-Wirtschaft, wir sehen oben die beiden Quartale leicht negativ. Natürlich keine Rezession, meine Damen und Herren. Rezession ist erst, wenn wir zwei Jahrhunderte negative Quartale haben. Ne? Das ist wichtig zu wissen. Unten sehen wir die Arbeitslosenquote. Und jedes Mal, wenn die praktisch am Tief ist, dann kommt eine Rezession. Das ist das eigentlich unlogische und doch wieder logische, denn diese Arbeitsmarktdaten sind immer eigentlich ein sehr später Indikator. Firmen reagieren spät mit Einstellungen, mit Entlassungen. Jedenfalls sehen wir immer dann, dass in der Rezession die Arbeitslosigkeit nach oben geht. Und meine These ist, je stärker die Märkte steigen, umso stärker muss die Fed dagegen halten, denn sonst
Wird der Konsum weiter boomen, werden die Leute dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage weiter verstärken. Wir sehen hier die Einzelhandelsumsätze 14:30, die heute anstehen, sehr, sehr wichtig. Und wir haben eine Rede von Miss Bowman von der Fed und natürlich 20 Uhr dann die FOMC-Minutes, über die wir bei Finanzmarktwelt natürlich berichten werden. Vorher noch mein Marktgeflüster, aber das könnte sehr wichtig sein für die Märkte heute, auch wenn natürlich diese Sitzung vor den letzten Inflationsdaten gewesen ist, die ja auf der Unterseite überrascht haben. Kommen wir nochmal kurz nach China. Wir sehen in der Provinz Jiangsu, dass China die Stromzufuhr für Hersteller drosselt. Auch in China sehr heiß, sehr, sehr trocken. Wir sehen, dass hier teilweise Toyota und Batteriehersteller nicht mehr produzieren können derzeit. Mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Wir sehen, dass in China die Ölimporte rückläufig sind. Das zeigt, dass die Wirtschaft offenkundig nicht so richtig gut läuft. Wir sehen, dass Apple jetzt die Apple Watch wohl in Vietnam herstellen will. Vietnam ist der große Gewinner dieser Corona-Politik auch der Chinesen. Da gibt es eine Massenabwanderung von Firmen in Richtung Vietnam, aber auch Kalifornien zum Beispiel, wenn wir von Apple sprechen, bittet seine Einwohner heute weniger Strom zu verbrauchen aufgrund der Hitzewelle. Man fürchtet praktisch eine Überlastung des Stromsystems. Nochmal zurück zu China. Volkswagen in Chengdu hat man teilweise die Produktion runtergefahren. Wir sehen, dass Düngerfirmen die Produktion teilweise einstellen. Eine große Aluminiumfirma, nämlich Henan Zhongfu, hat jetzt die Produktion eingestellt. Und in der Provinz Sichuan sind in einigen öffentlichen Gebäuden die Lüftungen oder wie soll man sagen, die Aircondition ausgeschaltet worden aus Gründen der Stromersparnis und eben der Probleme, Strom zu erzeugen. Wir sehen, wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, in UK eine Inflation, die jetzt die zweistellige Marke erreicht hat, 10,1%. Food Energy Prices deutlich über der Erwartung von 9,8%. Wir sehen, dass die Factory Output Prices, also Erzeugerpreise, bei 17,1% sind, auch höher als 16,7% erwartet. Das wäre für uns ja fast ein Paradies. Wir haben weit über 30% und wir sehen, dass jetzt aufgrund dieser gestiegenen Energiekosten, ich hatte gestern ein Marktgeflüster zur Energiekrise gemacht, jetzt einen großen Zinkproduzenten aus Holland zur Aufgabe der Produktion zwingen. Das wiederum sorgt dafür, dass die Zinkpreise steigen. Das ist sozusagen dieser Rattenschwanz, der dranhängt. Die extrem hohen Energiekosten sorgen dafür, dass Firmen ihre Produktion runterfahren oder ganz aufheben. Dadurch haben wir weiter Materialmangel, dadurch haben wir weiter inflationäre Tendenzen. Das ist sozusagen die Logik. Und ein Konzern, den es böse erwischt hat, 12 Milliarden Euro Verlust, Uniper, diese Firma, die vor allem eben mit Russland Gas handelt, Langfristverträge mit Russland hat, aber dieses Gas nicht mehr bekommt, dann am Spotmarkt das Gas viel teurer einkaufen muss, das dann den verschiedenen Stadtwerken gibt zu Konditionen, die sich nicht rechnen können, daher dieser Verlust. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich in diesen Mittwoch entlasse, zwei Hinweise. Ein sehr, sehr starkes Video von André Stacke zu der Frage, ist der Bärenmarkt an der Börse vorbei? Sehr ausgewogen, sehr fundiert, sehr, sehr gut. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Schauen Sie sich das an. Das ist wichtig für alle jene, die am Markt unterwegs sind. Und S&P 500, zweite Empfehlung, die Rallye an der Wall Street biegt in die Schlussgerade ein. Ja oder nein, schauen Sie sich das mal an. Ich wünsche jedenfalls jetzt das Allerbeste für diesen Mittwoch und sage Servus und Ciao.